Ja, und da wieder recht herzlich willkommen hier bei Tom Clancy's The Division mit mir, dem Oromis. Wir vor der Instanz, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen umgerüstet. Hopp. Wir machen natürlich schwierig. Aber ich habe mir was... Aber ich habe mir was überlegt. Sie sind fast da. Ich möchte es nicht alleine machen, was mir irgendwie gerade echt langweilig ist. Das heißt, wir machen mal eine Spielersuche. Wo sie einen finden, ist der andere vielleicht nicht weit. Vielleicht finden wir ja noch einen oder anderen Agenten, der späte Nachtzeit Lust hat. Weil, ich bin jetzt die ganze Zeit immer so allein in den Instanzen. Ich habe mal Bock auf ein bisschen Power, ein bisschen Party, also auch im High-Level. Ich bin jetzt hier bei den Clients mitgelaufen, wo wir zu viert waren, aber es war einfach kleiner, es war entspannter, es war ruhiger. Ich hätte schon mal ein bisschen mehr Action, wie ich schon gesagt habe. Schauen wir mal. Dabei finden wir hier jemanden. Ja, da haben wir doch schon jemanden. Mal gucken, hoffentlich nicht mitten in der Instanz, dann gehe ich raus, weil darauf habe ich jetzt echt keine Lust, mitten in der Instanz irgendwo rein zu joinen. Das wäre mir echt zu nervig. So wie es aussieht. Ja doch, es passiert was. Aber nicht viel, also es lädt nicht wirklich. Es hat immer noch 0%. Mal gucken. Ich bin gespannt wie ein Flitzebögen. Das doch, jetzt lädt er. 10%, komm. Es wäre fast so spannend, wie wenn ich ein Agent wäre und hier gerade geheime Daten runterladen würde. Da ist auch immer so ein Bildschirm mit einem so einem komischen Ladebildschirm, den ich noch nie beim USB-Stick gesehen habe, wenn ich was mache. Da sehe ich immer nur einen Windows-Ladebildschirm. Selbst wenn ich andere, selbst bei Linux habe ich auch einen anderen Bildschirm als bei dem Programm. Naja. Aber Agenten haben Agentenprogramme. Naja. Das ist mal wieder ein völlig hirnverbranntes Thema. Und dann mal 100%. Warnung! Feinde im Anmarsch! Ja, die sind noch recht am Anfang. Die haben... Mein Scharfschützengewehr ist übrigens ein bisschen buggy, was ich so toll finde. Jetzt sind wir ja auch auf Schwert drin, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ein weiterer Agent ist Ihrem Team beigetreten. Ja, sind wir. Hopp. Dann. Hä, was ist denn jetzt los? Ach, Mann, keine Ahnung. Ja, dann werden wir uns dann wohl der Instanz VIP nennen. Jetzt habe ich es auf Deutsch. Aber es sieht mir schon wieder aus nach einem Haufen Idioten, weil die hier alleine vorgehen. Komm. So, Laptop anklicken.
Warum ich das weiß, dass hier ein Laptop ist, okay, ich habe den Anfang schon gespielt, ohne Aufnahme, weil meine Aufnahme nicht so funktionierte, wie es sollte. Muss Ahnung gehabt haben. Im Test. Sieht aus wie der Versuch einer Triangulation. Zu viel des Guten, aber nichts gegen hohe Ansprüche. Haben wir. Nächster bitte. Haben wir. Nächster bitte. Yeah, was Lilan ist gefallen. Schauen wir mal, was gefallen ist. Ein Filter. Hat doch gleich was. Na, wir bleiben doch auf der Waffe und so rum. Das wollte ich machen. Gibt mir eine kleine Granate darüber. Ganz ohne Visier ist das echt ätzend. Ach, Escape. Machen wir das jetzt hier nochmal ab und nochmal. Das geht nämlich warum? Es geht nämlich immer wieder weg. Keine Ahnung, was das jetzt hier gegen mich hat. Es geht immer wieder von der Waffe runter. Achso, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon in der letzten Folge erwähnt habe. Ich habe mein Outfit gewechselt. Ich bin jetzt SWAT. I am SWAT. Lass sie ruhig kommen. Ja, kommt nur ran, ihr Wichser. Macht doch gleich viel mehr Spaß, wenn man in der Gruppe ist. Zumal auch mehr Gegner da sind. Geht auch schon mal gut voran. Also ich muss zugeben, ich bin mit einer Gruppe zufrieden. Es macht Spaß. Ich freue mich schon, wenn wir mit unserer Gruppe richtig unterwegs sind, wenn alle das gleiche Level haben. Und es kommen noch mehr. Also Level 30.
Ja, kommt. Direkt dein Köpfchen in den Po. Puh, das war eng. Das hätte auch echt übel in die Hose gehen können. So. Ich höre die Dinger nämlich schon auf 1000 Meter inzwischen. Das ist ja hoch. Oh ja, was war denn da los? Hol mich der Teufel schon wieder! Packs, die im Winter auf einem New Yorker Dach einen richtigen Signaltest durchführen. In der Apokalypse. Tja, Hut ab. Machen Sie weiter. Der Mast sieht ziemlich gut aus. Und weiter vorwärts, immer vorwärts, nie zurück. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Die Missionen haben wir recht schnell durchgeflupft. Alter, da vibriert hier alles. Erledigt. Schau. Schau mal. Vielen Dank. Sind die anderen tot? Meine Ausrüstung ist noch heil. Gott sei Dank. Hallo? Hallo? Hier ist John Reed. Schau mal. Scheiße, was mache ich hier? Wir müssen hier raus. Wir müssen weg. Reese, hier ist Paul Rhodes. Wir brauchen die Antenne und Sie wurden auserkoren, sie klar zu machen. Verstanden? Ja, verstanden, aber das sind Monster, die töten uns. John, John. Gott, na klein Uzi. Und packen Sie sich an den Eiern. Und dann bringen Sie das zu Ende. Okay, okay. Mal gucken. Ich vermute mal, aus dem Fenster da kommen sie. Ja. Das wäre die Vermutung. Wir müssen jetzt im Endeffekt wahrscheinlich standhalten, wie es mich aussieht. Vom Gesprächen her. Das ist einfach. Kein Problem. Das kriege ich hin. Hat Granatenstift gezogen. Ja, brennt ihr Hunde, brennt! Hat er gerade einen Flammenwerfer gehabt oder hat er ein Geschütz vor sich gehabt? Wahrscheinlich eine kleine Welle. Okay. Ich sehe schon, das kommt jetzt von hinten. Feinde im Anmarsch.
Das war gerade ganz glorreich meinerseits. Runterspringen, hochgehen. Jo, erledigt. Hörst du mal auf, mit mich zu schießen, du Arschloch? Ist gut. Bleibt nicht mehr viel zu tun. So, hier auch nochmal ganz kurz Granaten. Okay, wieder von da. Von hinten. Ah, ja, ja, ein Hin und Her hier. Ah, Boss-Mob. Jo, geschafft. Das war jetzt einmal gemein. Das war gerade gemeint von mir. Aber jetzt sind sie fertig und wir sind bestens versorgt. In ihrer Nähe sind keine Feinde und wir schicken einen Trupp, der sie abholt. Alles klar? Ooh, yeah. Ja, alles klar. Danke. Schöne Belohnung. Und Level 28, noch besser. Das war's. Sehr gut, geschafft. In 18 Minuten, ah, schnelle Mission. Ja, dann würde ich sagen, verlassen wir erstmal die Gruppe. Der Agent verlässt ihr Team. Wo ist er? Ich muss auf mich gehen und Gruppe verlassen, habe ich es ja schon. Ja, sauber. Wir kamen, wir sahen und wir überrannten. Mal schauen, wie das Ding auf schwer bzw. auf dem nächsthöheren Level ist. Wo bin ich denn? Ah ja. Okay. Auf schwer auf dem nächsthöheren Level. Agent, wir haben Beweise für eine sehr interessante Allianz, die Sie sich vielleicht anhören möchten. Und es tut mir leid, sagen zu müssen, dass wir jetzt wissen, was mit unserem Heli in Brooklyn passiert ist. Hören Sie selbst. Schauen wir mal. Ich glaube, wir müssen unsere Übereinkunft abändern. Warum, Colonel? Bis jetzt funktioniert doch alles glänzend. Meine Leute unterstützen Sie mit Ihrer Ausrüstung und mit Informationen, die Sie sich vor 6 Wochen nicht hätten träumen lassen. Ich bekomme eine Operationsbasis, einen Platz auf der Gewinnerseite und bei Bedarf Zugriff auf ihre personellen Ressourcen. Ganz zu schweigen von gelegentlichen Bodenluftraketen. Oder haben Sie den Hubschrauber in Brooklyn vergessen? Hören Sie, meine Leute haben die Drecksarbeit erledigt, Bliss. Und meine Division-Vorgesetzten auszuschalten nützt Ihnen genau wie mir. Keiner von uns wollte, dass ein Division-Mitglied eine zweite Welle von... Augenblick. Es knistert in der Leitung. Ist sie kompromittiert? Sieht so aus, ich unterbreche jetzt. Wagen Sie es bloß. Sehr cool. Sehr, sehr toll. Verstehe.
Man sollte doch meinen, es geht genug von diesem Virus um. Es geht um Einfluss. Wenn ich diesen Baukasten für die Dollargrippe habe, für dieses grüne Gift, das jemand zusammengebastelt hat, werden gewisse Leute sehr viel unwilliger sein, gegen mich vorzugehen. Eine Kanone eignet sich besser zur Selbstverteidigung als ein Virus. Seien Sie nicht so engstirnig. Denken Sie in größeren Dimensionen. Es gibt keine medizinische Infrastruktur mehr. Das ist wie im Wilden Westen da draußen, bloß weniger zivilisiert. Dass ich in der Lage bin, jederzeit den sicheren Tod zu entfesseln, bringt mich in eine Position der Stärke. Und die Kernbestandteile für einen Impfstoff zu kontrollieren, das ist auch ganz nützlich. Also könnten Sie noch mehr Leute töten. Wem sollte das auffallen? Es geht nicht ums Töten. Es geht darum, töten zu können. Und darum, ihnen eine Hoffnung auf Rettung zu geben. So wie sich die Dinge da draußen entwickeln, all die Gruppierungen, die sich ihr eigenes Territorium aus den Resten der Zivilisation schneiden, da ist es nur sinnvoll, ein Ass im Ärmel zu haben. Ja, heiliges Blechle. Im Endeffekt wurden wir alle total verarscht. Ja, ist ja nicht toll, wir wurden verarscht, Jucho. Vergleichen. Deutlich schlechter. Deutlich schlechter. Da habe ich aber was Feines gekriegt. Das. Oh, alles geht hoch. Nur die Panzerung. Die Panzerung ist mir in dem Fall völlig scheißegal. Oh, Hilfsposten. Lebenspunkte. Auch sehr schön. Eine Pistolenschaden. Naja, darauf könnte ich verzichten. 40.000 Leben. Verzichte ich nicht. Was haben wir da noch? Irgendwas Tolles? Natürlich nicht. Da irgendwas Tolles? Natürlich nicht. Ja, dann sind wir damit durch mit der Mission. Freut mich. Ach, wenn ich vergleichen, ich will ja hier verkaufen. Ich müsste eigentlich mal ein bisschen Zeug wieder zerlegen, aber momentan brauche ich wieder Geld. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen jetzt noch zum nächsten Safehouse gehen. Geschafft ist geschafft. Wir haben das Gebiet hier mal abgeschlossen. Dann müssen wir mit ihm reden. Oder? Ja, hallo? Das Gebiet ist abgeschlossen. Wieso? Wieso kann ich hier... Das ist jetzt nächster Sektor. Hier sind beide Missionen abgeschlossen. Ist eigentlich alles komplett abgeschlossen. Keine Ahnung. Warnung, Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Ist mir ja klar, aber ich weiß gerade. Ich weiß gerade nicht, warum ich hier gerade nicht abgeben kann. Ach, was ist denn da? Das ist ja noch ein Nebeneinsatz, den ich gesehen habe. Scannt. Ladedateien. Ich muss Sie um einen persönlichen Gefallen bitten. Alexis Korn. Sie ist mir wichtig. Und ich muss wissen, ob es ihr gut geht. Wir haben uns lange nicht gesprochen und ich habe keine Adresse. Aber sie hat eine Selbsthilfegruppe aufgesucht. Wenn Sie dort beginnen, vielleicht weiß dort jemand was. Ich habe die Adresse hochgeladen. Okay, wie soll ich die Mission völlig vergessen? Naja, nichtsdestotrotz machen wir die jetzt schnell noch. Nachdem die Mission dann doch recht schnell ging, in der Vierergruppe. Müsste ich ihm zugeben, lief ganz angenehm so in der. War noch auf schwer. Kann man öfter machen. Komm, Lauf, Hase, lauf! Ich frage mich gerade echt, warum ich die Mission da entweder habe ich sie übersehen oder völlig ignoriert. Bin ich so ein Ignorant? Mal schauen wir, was dann gleich abgeht.
ziemlich dunkel, die Bude, aber... Erfasse ein Echo in der Nähe. Schau mal das Echo an. Mal gucken, was hier los war. Sieht es diese Woche besser aus? Schatz, es wird noch schlimmer. Bill und Sandra sind krank und seit Wochen hat keiner was von Alexis gehört. Na, schauen wir, was hier los ist. Ich war auf dem Weg hierher bei ihrer Wohnung, aber sie hat nicht aufgemacht. Sie ist vielleicht krank. Mein halbes Büro hat sich was eingefangen. Ich weiß, aber letzte Woche war sie auch schon nicht da. Verstorben laut. Hey, Alexis, hier, ja. Ich wollte wissen, ob du heute noch kommst. Auch wenn die Woche scheiße war. Dafür sind wir ja hier. Komm rüber, wenn du kannst, und ruf mich an. Auch wenn du nicht kannst, damit wir wissen, dass es dir gut geht. Okay? Pass auf dich auf. Sie ist uns keine große Hilfe. Sei nachsichtig, Albert. Ja. Was ist da draußen los? Okay. Dann würde ich sagen, ab zu ihr nach Hause. Und schauen, was da so los ist. Ich frage mich trotzdem, wie ich die Mission übersehen habe oder was da war. Diese Bomben gehen mir langsam echt auf den Keks. Finde ich immer gut, wenn du sowas sagst. Das freut mich. Schönes Haus, schöner Hinterhof. Wenn der Müll natürlich nicht wäre. Schauen wir mal. Erstmal plündern. Oh, lila. Ey, wer bitte lila? Keine Leiche. Hi Alexis, hier Brander. Du hast dich leider nicht mehr gemeldet. Diese Erkältungswelle scheint doch ernst zu sein. Die Familie meines Bruders verlässt zur Sicherheit die Stadt. Sie fahren zu meinen Eltern nach Passaic. Ich werde wohl mitfahren und ich weiß, dass du gerade auf dich allein gestellt bist, aber du sollst wissen, dass du gerne mitkommen kannst. Ruf mich an, wenn du das hörst. Ich möchte wirklich wissen, ob es dir gut geht. Tschüss. Ach, Mann. Und ab zum nächsten. Ich habe die dumme Vermutung, dass es ihr nicht besonders gut geht. Beziehungsweise, dass sie tot ist. Ich werde mich wahrscheinlich mal wieder umziehen. Irgendwann mal jetzt in den nächsten Tagen. Stunden. Sieh dir das an. Versuch so tapfer zu sein. Arschloch. Entschuldigung. Aber der Kerl hat es gerade nicht anders verdient. Ah!
So, und jetzt noch du, komm, zeig deine rüber. Lichthandgranate rüber. So, Arschloch. Hinüber. Schnell weg hier. Noch wer, der hier irgendwas zu melden hat. Nein. Danke. Dann ziehen wir mal weiter. Und ich freue mich. Wir sind 28. Das heißt, noch zwei Level und wir haben Max-Level erreicht. Das heißt, 30. Und dann können wir uns langsam anfangen einzudecken. Dann werde ich auch wahrscheinlich die ersten Aufnahmen von der Dark Zone mit reinpacken. Weil da bin ich momentan immer... Ja, mal zur Entspannung unterwegs, mal außerhalb des Let's Plays. Na, schauen, was ich davon, wie viele Aufnahmen ich davon mache. Was ich davon aufmache, Namen mache. Da bin ich, was das betrifft, völlig entspannt. Ah ja. Okay. Hier bin ich. Hier war ich auch schon mal. Ne, ich bin kein Gebiet weiter geworden. Und noch ein Auftrag? Nee, Safe House. Ich weiß nur nicht, warum ich hier den Auftrag nicht als abgeben kann, als alle Aufträge beendet. Schauen wir mal. Aktives Echo-Signal geortet. Schauen wir mal, was hier ist. Jess, ich hoffe, du hast es rausgeschafft. Ich weiß, du liebst Keime, aber das sind sogar für dich zu viele. Wenn die Welt jemals wieder normal wird, hoffe ich, dass du dies findest und weißt, dass ich nicht leiden musste. Du sollst dich nicht quälen. Ich denke an dich, an die Stelle, an der wir unseren ersten Abend in der Stadt verbracht haben. Ich kann mir wirklich keinen schöneren Ort vorstellen. Ich werde dich für immer lieben. Deine Alexis. Ich vermute mal, sie ist tot. Dann ab zum letzten oder nächsten Mal gucken. Das lasse ich noch mit aufnehmen. Ich werde jetzt hier nicht mittendrin Ende im Gelände machen. Dafür, dass die Indie so kurz war, machen wir das noch komplett. Und schauen mal, wo uns das hinführt. Ah, toll, hier gucken. Tja, geht durch die Tür. Moment mal. Ach, deswegen ist der Bereich noch nicht abgeschlossen. Wieso? Warte mal. Nach da, nach da. Kann sein, dass der dann hier nach abgeschlossen ist. Keine Ahnung. Aber wir müssen jetzt in den nächsten Bereich rein. Das wundert mich doch recht, aber okay. Schauen wir mal, was da noch so kommen mag. Jetzt nicht raus. Wie wir hier. Achso, ja, hier oben war das ja. Ja. Mal schauen, was mit Alexis passiert ist. Ich vermute ganz stark, dass sie tot ist. Und
nicht auf die Überführung, sondern unter der Überführung lang. Okay. Ein paar JTF-Officer, ist immer schön euch zu sehen. Moin. Heieiei. Das macht mir jetzt gerade echt Sorgen. Ich will mich gerade echt beeilen. Am liebsten würde ich hier mit dem Torrad durchheizen. Als ich zum ersten Mal eine Uniform anzog, wusste ich, dass ich den richtigen Weg für mich gefunden hatte. Ich wusste, ich hatte eine Bürde auf Lebenszeit auf mich genommen. Und selbst als ich dem Militär den Rücken kehrte, wusste ich, dass meine Verpflichtung zu dienen immer noch gültig war. Diese Verpflichtung ist mir und allen Männern und Frauen beim Last Man Battalion sehr wichtig. Wir bringen den Job zu Ende. Wir dienen mit Würde und Ehrgefühl. Und wir werden, falls nötig, bis zum letzten Mann kämpfen. Denn das ist es, was uns ausmacht und was wir immer tun. Das Last Man Battalion. Sicherheit, auf die Verlass ist. Schon eine Nummer härter als die letzten. Also sie lebt auf jeden Fall noch. Denn sie spielt hier gerade neben uns. Und wir sind im Last Man Battalion Bereich. Jetzt habe ich es abgeschlossen. Hallo? Ich wusste doch, dass mich jemand findet, wenn ich wieder spiele. Ich kann jetzt nicht mehr mit ihr reden. Entschuldigung, nicht mehr mit ihr reden. Naja. Ah, jetzt kann ich abgeben. Das war wirklich eine Mission von hier. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir geben noch ab und dann ist Ex in der Ense. Sense. Ex in der Ense. Gott. Ex Sense. So. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Nee, oder? Wow, sie haben diesen Trigger-Mike unschädlich gemacht und die Rikers von den Vorräten vertrieben? Puh, das werden wir ihnen nie vergessen. Aber damit mache ich Feierabend hier bei Tom Clancy's The Division und mit dem Oro. Tschüss, bis zum nächsten Mal.